Hallo und willkommen an alle, die sich hierhin verirrt haben. Ich bin der Bruce und ich begrüße euch zu einer weiteren Runde bei Dying Light. Ja, in der letzten Folge ist nicht allzu viel passiert. Wir waren in der Nebenmission für den Spider unterwegs, haben den David getroffen, haben unterwegs ein paar Shisha-Teile eingesammelt und der David möchte jetzt Meteoritenstücke von uns haben. Die kann man wohl am besten durch so ein spezielles Licht erkennen und dafür sind wir mal in den Nachtmodus gewechselt. Ich habe ein paar Medipacks gecraftet und eine Sache, ja, Schande über mein Haupt, ernsthaft. Der Gedanke kam mir schon sehr, sehr oft, aber irgendwie habe ich das nie weiter verfolgt, weil ich irgendwie so sehr auf das Spiel fokussiert war. Und zwar kann man die Waffen, ich habe dieses wilde Säbel hier modifiziert. Man sieht auch echt einen großen Unterschied. Wir haben jetzt hier, ne, sagen wir mal, knapp 500. Hier gehen wir, ja, sind wir bei über 750 Schadenspunkte. Das ist schon sehr, sehr ordentlich. Und man kann natürlich die Waffen auch upgraden. Das habe ich nie gemacht. Was für eine Schande, ernsthaft. Das ist echt goldes Potenzial gewesen. Und die haben natürlich alle eine gewisse Anzahl an Fassungen, je nachdem, wie hochwertig diese Waffen sind. Und ja, ich würde sagen, das machen wir einfach mal hier. Wir finden ja immer hier diese, ne, diese Mods. Wir bekommen die als Belohnung, wenn wir eine Mission erfolgreich bewältigen. Und ja, so, ich würde mal sagen, wir packen drei Dinge rein. Ordentlich Schaden, so ein Barbar. Einfach mal rein. Dann, weiß ich, ein König, das lassen wir mal. Aber ich glaube, wir finden noch ein paar bessere Waffen. Dass wir uns eine richtig übelst krasse Waffe zusammenbasteln können. Okay, Raufbeut ist auch sehr gut. Und was haben wir noch so? Schlägertyp. Ja, klingt auch gut. Oh, das ist auch Söldner. Ja, nehmen wir auch einfach mal. So. Upgrade bestätigt. Zack. Und dann haben wir echt. Boah, scheiße. Ja, eine richtig, richtig kranke Waffe. Die ist sogar schon fast stärker als unsere Schrotflinte. Ist schon sehr, sehr krass. Dann können wir eigentlich dieses wilde Katana und die ganzen Kack hier irgendwie machen. Ja, komm, das ist alles nichts mehr wert hier. So, alles weg. Das können wir noch behalten. Krass. Ja, ja, verrückt, dass ich das echt übersehen habe die ganze Zeit. War auf jeden Fall nicht ganz so clever. So, guck mal, wo sie kacke. Das sind auch diese Schattenjäger, die gehen mir so hart auf die Eier, ey. Da ist einer. Hier ist einer. Da ist einer, ja komm. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal runter. Und gucken einfach, dass wir mit sehr viel Glück hier durchkommen. Wenn nicht, ja, dann ist es eben so. So, aber das sieht doch ganz gut aus. Ich denke aber auch, wenn man das clever anstellt, kommt man ja eigentlich ganz gut durch in der Nacht. Klar, wenn man natürlich komplett planlos durch die Gegend wandert, dann wird es ein bisschen schwieriger. Ja, genau, die kennen. Jetzt auch nichts Schlimmes. Ja, genau. Jetzt müssen wir diesen scheiß Generator einschalten. Dann kann ich ordentlich lernen. Das ist gar nicht cool. Ich sollte vielleicht die Finger vom Abzug lassen. Oh, fuck, ey. So, da vorne ist ein Meteorit. Den nehmen wir mal mit. Ja, die Finger vom Abzug lassen, das ist jetzt so leicht gesagt. Oh, fuck. Den wollte ich jetzt überhaupt nicht sehen. So, gut, dass ich noch so ein bisschen, sag schon. Oh, fuck. Komm. Dann kämpfen. Oh, oh, fuck. Ich wollte gerade sagen, da kämpfen wir mal ein bisschen. Im Arsch kämpfen wir hier, ey. Oh Gott, ich glaube, das könnte echt eng werden. Komm,
Martin ins Wasser kommen? Ich hoffe mal nicht. Oh fuck, naja, die kommen nicht ins Wasser. Folge abgehängt. Jetzt sind wir abgesoffen. Ja, scheiße. Ja, wirklich schwierig. Jetzt haben wir zwei Meteoriten. Ich leg mich nochmal pennen und dann geht's wieder ab in die Nacht. Ah, das wird echt eine knackige Mission. Eieiei. Ja, der chillt hier einfach an seinem scheiß Tisch. Geht mir voll auf die Eier, der Typ. Ey, meine Fresse. Gut, also, ich würde auch sagen, da wär's klar, da rüsten wir ganz klar diese Waffe hier aus. Und genau in diese Richtung müssen wir. Da unten, ja. Da ist auch einer. Komm, wir gehen mal ganz entspannt hier runter. Okay, das war jetzt nicht so entspannt. Ich war nicht so. Meine Güte. Nicht so entspannt, wie ich mir das vorgestellt habe. So, okay. Ja, scheiße, ey. Also, wir müssen den Generator praktisch einschalten. Damit wir was sehen. Sobald wir das machen. Oh, jetzt fängt es auch noch an zu pissen, ja. Jackpot. Und sobald wir es machen, können sie aus allen Ecken angetroffen. Gut, das heißt, ich sammle erstmal diese Pilze ein, damit die uns nicht irritieren. Wir müssen noch drei Bruchstücke finden. Gut. Ja gut, komm, ziehen wir es einfach durch. Da gucken wir uns mal die Gegend an. Okay, also hier in diesem Umkreis muss das sein. Gut. Da oben. Sehr gut. Nummer drei. Da oben. Nummer 4. Nur noch einer. Nur noch einer. Wo ist er? Fuck, das kommen die Schattenjäger hier. Wo ist der letzte? Wo ist der letzte? Ich meine, ich traue mich ja schon gegen diese Schattenjäger zu kämpfen mit dieser Waffe, aber ich würde es doch gerne vermeiden, wenn es geht. Ist das ja auch im Wasser? Das kann sehr gut sein. Ich könnte wetten, dass echt einer vom Wasser hängt. Das sind gemeine Kräuter. Da wir ja die Ruhe weg haben, ne? Sammeln wir die mal ein. Yes. Sehen wir das? Nee, ne? Schwierig. Oder ist das schon wieder aus, der Generator? Oh, fuck, ja. Tatsache, der ist wieder aus. Na, oh, meine Güte. Oh, fuck.
die spucken uns an. Das heißt, die können wir nicht mal eben so abschütteln. Das Kräuterchen hier. Oh, nice. Direkt mal Platz. Sehr cool. Okay, das ist eine Special-Variante von denen. Okay. Bleibt immer noch die Frage offen, wo ist das letzte Stück? Wo ist das letzte Meteoritenstückchen hier? Das könnte auch hier sein. Möglich, dass ich es echt einfach übersehe. Ey, das ist ja so nervig. Ohne Scheiß. Noch ein. Oh, ist das hier? Ach, eine Kackpflanze. Oh, meine Güte. So. Sollen wir nochmal Wasser gucken? Wenn Fisch irgendwie da gelandet ist, da ist es doch. Jackpot. Ich hab's doch gewusst, ja. Geil. So. Aber gut zu wissen. Gut zu wissen, dass unsere Waffe so stark ist, dass wir die Schattenjäger wirklich dann auch uns vom Hals halten können. Das ist eine, wie ich meine, sehr, sehr geile Erkenntnis. Dann wandern wir aber direkt mal wieder zurück, ne? Würde ich sagen. Wir hier rüber. Na komm schon. Ach. Müssen wir wohl über die Brücke gehen. So wie es scheint. Oder wir gehen hier unten lang. Ja, okay, das klappt auch. Sehr cool. Dann hoffen wir mal, dass wir nicht einfach so einen Schattenjäger jetzt in die Arme springen. Ne, scheint nicht der Fall zu sein. Gut, dann gehen wir da oben hin. So, wo ist der genau? Okay, hier irgendwo. Ach, mein Gott. Meine Güte, zu packen. So, da vorne. Ja, sehr cool. Haben wir das auch erledigt. Und dann geht's auch weiter mit der Hauptmission. Oh, aber knapp, Gut. So, ich habe Ihre Meteoritensplitter. Gut. Ich lade die Splitter in die Beschleunigungskammer. Dann können wir es mit den Reptilien aufnehmen. Was? Moment, wie? Mit wem können wir es aufnehmen? Okay, eigentlich sind es Gaduinen vom Orion, aber Reptilien ist ein anerkannter Euphemismus. Wenn auch ein bisschen prollig. Aha. Und diese Gaduinen machten... was genau? Also bitte, sie kamen vor Äonen zur Erde und gründeten den Orden der Illuminati. Jetzt wollen sie uns beherrschen und die gesamte vierte Ebene kontrollieren. Sie versklaven die Menschen. Aber jetzt werden sie ja aufhalten. Denn sie haben das hier. Ach ja? Denken Sie dran, Sie können damit nicht durch einen variablen Gammaschild schießen. Aber ansonsten deatomisiert die Waffe fast alles. Okay, kapiert. Sonst noch was? Ich würde schätzen, Sie haben etwa 500 Schuss, bevor Sie die Splitter ersetzen müssen. Los, Soldat! Schicken Sie sie zum Teufel! Mandalos todos al infierno! Danke, David. Vielen Dank. Alles klar, jetzt haben wir eine Waffe. Was soll das denn sein? Da habe ich mal, wir behalten einfach mal diese Waffe, aber... ich traue der ganzen Geschichte nicht so ganz. So, okay.
Jetzt sind wir wieder tagsüber unterwegs und ich würde sagen, ja, wir nutzen noch das letzte bisschen, was wir hier über haben. Jetzt geht es weiter mit der Hauptmission. So. Das Museum. Dort vorne hin. Sehr cool. Oh, und da ist noch so ein... Na, ich habe da was entdeckt. Das mir sehr, sehr gut gefällt. Naja, würde ich mal gerne probieren. So, wir gehen jetzt mal hier hin. Einfach damit wir hier runterspringen können. So. Schau ich mal ein bisschen die Zombies auf, aber das ist mir egal. So, als Maul. So. Schnell hier plündern und dann geht's auch schon weiter. Ja, ich hoffe, dass wir echt mal zum Spike können. Ne, wir haben jetzt, glaube ich, jetzt ist das vierte Paket, glaube ich, was wir jetzt gesammelt haben. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und ja, die Erfahrung nehme ich gerne mit. Ich glaube, wir sind sogar kurz vom Level up, ja. Oh, wir sind schon Stufe 20. Was ist das denn passiert, ey? Meine Güte. Legendenstufe, ja, keine Ahnung. Gut, und wir haben auch fast die letzte Kraftstufe erreicht. Das ist schon sehr fein. Gut. Gehen wir mal gucken, wo die Jade so abgeblieben ist. Ja. So, wir sind ganz in der Nähe. Irgendjemand hat was gesagt. Mich ist geschlagen dort. Ach. Er hört nicht auf. So, wo müssen wir denn hin? Das ist ein bisschen zu blöd mit denen hier. Wie schnell die hochklettern oder. Oh, wieder runter, ne? So, wie man gerade gesehen hat. So, was ist da unten los? Ja, ist mir, kann mir egal sein. So. Ja, immer weiter geradeaus. Ja, Überlebende wurde getötet, ne? Ein bisschen Schwund ist immer. Kennt man ja. Oh, fuck. Ja, komm, sag ich das. Kommt die Strafe. So, da vorne hin. So, hier ist das Museum, ja? Alles klar. Oh, wer ist das denn hier? Du bist also der neue Kurier, hä? Ich bin Pachiram. Ich sehe zwar nicht nach viel aus, aber ich kann dir zu Geld verhelfen. Viel Geld. Nur mein Späher spürt geeignete Biester auf. Und der Kurier wedelt mit dem roten Tuch. Sie verfolgen dich dann entweder so lange, bis du sie abhängst, oder bis sie dir den Kopf abreißen. Mir ist beides recht. Wie viel? Nur du fängst gerade erst an, also wäre deine Belohnung nicht so üppig. Sie wächst jedoch, je häufiger du Erfolg hast. Jetzt wird's noch. Ja, komm, das ist eine Special-Mission. Ja, nee, komm. Wer bist du? Wo bin ich denn hier gelandet, meine Fresse? Achso, hier war ich schon mal, ne? Ja, krass. Ah, stimmt, ich muss ja diesen Museumswärter finden. Natürlich, natürlich. Ach. Also leicht entfallen. Gut. Bist du mit so einem. Gut, jetzt haben wir wieder alles am Start. Das ist sehr gut.
Jetzt gehen wir mal hier rein. Tarik? Was wollen Sie? Wir haben nichts außer ein paar Essensresten hier. Dann geht die mal her. Keine Panik. Troy schickt mich. Troy? Dem Himmel sei Dank. Ich hatte keine ruhige Minute, seit ich den Kleinen hier aufgelesen habe. Er hat nur mich, aber ich bin nicht so gut mit Kindern. Deswegen bin ich nicht hier. Aber Troy hatte versprochen, jemanden zu schicken. Ich muss ins Museum reinkommen. Ins Museum? Aber Troy meinte, es würde Hilfe kommen. Sie hat es versprochen. Also, Tarik, Sie sagen mir, wie ich ins Museum komme und vielleicht kann ich Ihnen helfen, okay? Reis kontrolliert das Museum. Dorthin zu gehen ist Selbstmord. Nicht, wenn ich unbemerkt bleibe. Sie waren doch der Kurator, richtig? Da kennen Sie bestimmt einen Weg, wie man sich heimlich Zugang verschafft, oder? Haben Sie eine Tauchausrüstung? Nein. Schade. Es gibt einen Zugang im Smaragdteich, aber niemand kann so lange die Luft anhalten. Sie würden wahrscheinlich ertrinken. Wahrscheinlich ist nicht mit Sicherheit. Also werde ich's versuchen. Alles klar. Das... mehr gibt's ja nicht, ne? Verdienen hier leckeres. Lecker Süppchen. So, bla bla, Unterwassereingang, bla, okay. Ja, Nebenmission, fuck, Okay, ist das Museum interessant, okay. Gut, da wir schon mal hier sind, checken wir natürlich auch diese Nebenmission ab. Wer bist du? Du wieder was hier, Kollege? Stimmt, oder? Ne, auch nicht. Gut. Wo haben Sie ihn gefunden? Er war einfach plötzlich da. Er spricht kaum und wenn doch, sagt er komische Sachen. Oft kommt jemand namens Mike darin vor. Alles, was er bei sich hatte, war dieses Diktiergerät. Dieser Mike könnte sein Bruder sein. Der Junge sagt, er hätte ihn zurückgelassen. Er bat mich, ihn zu holen, aber ich kann nicht. Ihn mitzunehmen ist zu gefährlich und ich will ihn nicht hier allein lassen. Wissen Sie, wo er wohnte? Dolmer Street, Apartment 11-2. Okay, vielleicht schaue ich mal vorbei. Nehmen Sie das Diktiergerät mit. Vielleicht erfahren Sie so, was passiert ist. Alles klar. Da gibt es noch wieder 10.000 Erfahrungspunkte. Hat hier irgendwas für uns? Jetzt nur so eine zweite Nebenmission. Bin ich bescheuert? Hier waren noch zwei Ausrufezeichen, oder? Ohne Scheiß. Ich kann mal irgendwie wählen zwischen zwei Aufträgen. Das kann natürlich gut sein, aber ey, keine Ahnung. Keine Ahnung, du, So, Geister der Vergangenheit, ja. Ist klar, ach, da unten willst du mich verarschen. Wobei, es ist auf dem Weg, ne? Ja. Wo war jetzt nochmal die, Ach, scheiße, wo war jetzt nochmal die, wo war nochmal der Spike? Ich glaube, der war hier, ne? Jetzt können wir gehen einfach mal da vorbei, weil ich würde mich schon gerne die ganzen Pakete abgeben. So. Jut. Hier unten ist alles verseucht. Ja, scheiße. Irgendwie müssen wir hier auch runter, ne? Ist hier nichts, wo wir drauf springen können. Ja, schon mal weg. Ich muss bestimmt hier irgendwo kommen. Nehmen wir einfach hier rüber runter, das geht auch. Schwingen wir zusammen auf die andere Seite. Seite oder auch nicht. So. Also müssen wir gleich tauchen, ja, ist auch ein bisschen nervig, ne? Wobei der Cranny Boy, der wird das schon irgendwie hinkriegen. Oh, was haben wir hier? Noch eine Kiste. Ja, interessant. Das gönnen wir uns doch mal hier. Ja, so geht's schneller. Komm, fahr mich auch mal kurz an. Nee. Keine Bud Spencer Schelle hier. Was ist denn los, Mensch? So, und noch ein Paketchen. Sehr fein.
Ja, irgendwie geht's hier gerade richtig schleppend voran. Also ich meine, klar, ich hätte natürlich diese Nebenmission nicht annehmen müssen. Das stimmt natürlich, aber andererseits haben wir jetzt alle Nebenmissionen wirklich erledigt und ja, es fühlt sich irgendwie falsch an, die jetzt nicht auch noch zu absolvieren. Bin ich irgendwie auf der falschen Seite? Fuck, ich habe echt vergessen. Wo es so dieser Spike geht, ne? Nee, das war der richtige Weg. Ach, sehr nice. Willst du handeln? So, dann gib mir schön viel Erfahrungspunkte, Spiky Boy. Ja, obwohl, es war jetzt nicht so viel. Aber reicht für ein Level Up. So, was haben wir denn hier Feines? Ja, genau, Handgranaten können wir herstellen. Ist das hier das 25? Boah. Okay. Na, ich habe eigentlich gehofft, wir sind näher am Ende dran, aber gut. Vielleicht wird das ja noch irgendwie. Gut, dann verfolgen wir mal diese Nebenmission. Und Giftgranaten herstellen, das ist ja sehr interessant. Na gut, komm, den lassen wir mal da. Wir können nicht jeden retten, ne? So, wir haben fast die letzte Kampfstufe erreicht. Das ist schon. Ja, bin ich mal gespannt, was danach kommt. Ich hoffe, es geht dann irgendwie weiter. Ansonsten wäre es echt ziemlich läppisch. Jetzt hör mir mal gut zu, Junge. Du glaubst bestimmt, die Beißer da draußen sind gefährlich. Das, wovor du dich in Acht nehmen musst, ist hier, mitten unter uns. Ja, damit meine ich die Menschen. Klar meine ich die Menschen. Weißt du warum? Weil Menschen so verdammt unberechenbar sind. Bei den Beißern weiß man, woran man ist. Sie beißen eben. Aber nimm doch mal jemanden hier drin, der an ein angenehmes Leben gewöhnt ist. Ein Leben im Luxus. Dann schläft dieser verwöhnte Kerl plötzlich auf dem Boden und frisst Katzenfutter. Und allen ist es scheißegal, wer er ist. Und jetzt pass auf. Genau solche Dinge sind es nämlich, die deinem Verstand schlimmer zusetzen als jeder Zombie. Zombies sind viel zu fremdartig. Jenseits unseres Begriffsvermögens. Sie sind zu abwegig für die meisten Leute. Aber wenn Leute früher wie Könige lebten und jetzt schlimmer dran sind als Bettler, sowas verstehen sie. Auf diese Typen muss man aufpassen, denn die drehen irgendwann durch. Und keiner hat die geringste Ahnung, wozu sie fähig sind oder was sie anstellen werden. Also pass auf und halt eine Waffe griffbereit. Aber klar doch, ich halte Ausschau nach amoklaufenden Ex-Bonzen. Alles klar, Mensch. Herr Wahnsinn, ne? An jeder Ecke trifft man hier irgendeinen neuen Philosophen. So, wo müssen wir denn lang? Da vorne müssen wir hin. Okay. Ich meine, ganz unrecht hat er natürlich nicht, ne? Klar. Man sagt ja auch irgendwie, ne? Ich meine, wenn die Menschen irgendwie eine Woche ohne Strom, Wasser etc. leben müssen, dann, ja. Wären sie zu Barbaren. Na, dann fängt der Überlebenskampf an und ist alles andere scheißegal. Oh, was ist das denn? Oh, Legendenstufen. Ja, Glückwunsch, bla, sie haben bla bla bla. Sehr, sehr cool. Wirklich sehr, sehr cool. Okay, das heißt, 100.000 Punkte, ja, leck mich am Arsch. So, dann können wir jetzt hier Extremkämpfer, bla bla, besser Kämpfer, bla bla, je müde. Okay, das ist sehr cool. Wir werden nicht mehr müde. Das kann ich einiges. Und jeder Kampf,
Kommt dem Legendenstatus zugute, alles klar. Gut, gut. Gut, jetzt. Haben wir auch das Geheimnis mal gelüftet. Wobei ich nicht glaube, dass wir viele Legendenstufen erreichen werden, weil ist schon ziemlich happig, ne, was die da haben wollen an Erfahrungspunkten. Gut. Ja, wie kommst du zu mir hin, ne? Ja. Gut. Ich würde sagen, da wir ja gerade in bester Gesellschaft sind, oder auch nicht, schon da keinen Bock mehr haben, machen wir an dieser Stelle hier einen kleinen Cut. Wir sind kurz vor der Nebenmission, die werden wir auch hoffentlich ganz schnell erledigen in der nächsten Folge. Und dann gucken wir mal, wie wir ins Museum reinkommen können. Also seid das nächste Mal wieder mit am Start, wenn es hier weitergeht. Bis dahin, macht es gut und ciao.